Herzlich willkommen zu einem Video der Baum- und Rebschlussschreiber. Die Mispel, das ist eine Obstart, die vielerorts schon etwas in Vergessenheit geraten ist und meiner Meinung nach auch stark unterschätzt. Denn sie ist wirklich anpassungsfähig, sehr, sehr robust und hätte eigentlich Platz in jedem Garten. Was man aus Mispeln machen kann, wie man sie schneidet und worauf man achten muss, das besprechen wir in diesem Video. Viel Spaß! Was den Standort betrifft, da sind Mispeln sehr, sehr anpassungsfähig. Sowohl in voller Sonne als auch in den Halbschatten passen die Bäume sehr gut und sie sind einfach unkompliziert, was die Standortfrage betrifft. Auch was den Platzbedarf betrifft, kann man Mispeln auch schon auf engen Raum pflanzen, je nachdem, welche Unterlage verwendet wurde bei der Veredelung. Als Unterlage bezeichnet man ja die Wurzel, auf die die Edelsorte aufveredelt wird. Und hier sind bei Mispeln zum Beispiel Quittenunterlagen, aber auch Weißdorn oder andere Sorbusarten möglich. In den häufigsten Fällen, wenn man hohe Erträge erzielen möchte, da werden dann Quittenunterlagen verwendet, weil diese die ertragreichste Kombination für Mispelbäume darstellen. Auch diese Bäume hier hinter mir, die sind auf Quittenunterlagen veredelt und wurden auf 1,5 Meter Pflanzabstand von Baum zu Baum gepflanzt. Und man sieht, die Bäume sind hier zwar doch wüchsig, weil sie auch jedes Jahr kräftig geschnitten werden, maschinell geschnitten werden. Auch das vertragen die Mispeln gut. Aber man kann sie trotzdem auf diesem engen Platz halten. Bei etwas stärker wüchsigeren Unterlagen, da würde ich dann auf 3 bis höchstens 4 Meter Abstand von Baum zu Baum gehen. Viel größer werden Mispeln einfach nicht, es werden keine Riesen. Die Früchte der Mispeln, die befinden sich vor allem am Ende der kurzen Triebe, da entstehen die Früchte und das verhält sich sehr, sehr ähnlich, wie das zum Beispiel bei anderen Kernobstarten wie Apfel oder Birnen der Fall ist. Warum das so wichtig ist, das besprechen wir dann auch gleich noch beim Schnitt. Die Früchte selbst, die sind genau jetzt eigentlich so ab der Adventszeit wirklich gut reif, vor allem wenn es dann die ersten Fröste im Jahr gegeben hat. Denn dann werden die Früchte weich, cremig, richtig aromatisch und einfach gut zu essen. Davor sehen sie den ganzen Sommer zwar schon sehr ähnlich aus, oft etwas hellbrauner in der Farbe, sind aber hart und eigentlich ungenießbar, überhaupt nicht saftig. Und erst mit den ersten Frösten, da werden sie dann wirklich gut und wirklich gut genießbar. Man könnte sie auch schon kurz vor den ersten Frösten ernten, da müsste man sie dann aber noch etwas nachlagern, zumindest 2-3 Wochen, dann werden sie auch weich und saftiger. Ich würde aber empfehlen, sie direkt am Baum mit der Temperatur, mit den ersten Frösten ausreifen zu lassen, da werden sie am allerbesten. Der Geschmack der Mispel, der erinnert mich immer sehr, sehr stark an Apfelstrudel. Oftmals wird auch das Aroma als lebkuchenartig beschrieben, kurz gesagt einfach ein bisschen weihnachtlich. Und was auch bei Mispeln auffallen kann, ist, dass die Aromatik leicht ins Säuerliche hineingehen kann, ganz leicht zitrusartig, ist nicht immer der Fall, auch bei den Früchten, die ich hier hinter mir jetzt gerade habe, die sind eigentlich süß, aber auch diese leichte Säure kann je nach Sorte und je nach Standort vorkommen. Etwas, was Mispeln auch sehr, sehr unkompliziert macht, ist, dass eigentlich kaum Krankheiten und Schädlinge starke Schäden anrichten bei den Bäumen und auch bei den Früchten. Was Krankheiten betrifft, ist am gefährlichsten die Bakterienkrankheit Feuerbrand, die Mispeln bekommen können. Dann wären die Bäume auch zu roden, wenn so eine Krankheit ausbricht. Allerdings habe ich persönlich bei Mispeln noch nie beobachten können, dass Bäume tatsächlich feuerbrandinfiziert waren. Und andere Obstarten wie zum Beispiel Quitten oder Birnen schätze ich hier deutlich sensibler als Mispeln ein. Genauso was Schädlinge betrifft, treten eigentlich kaum nennenswerte Schäden dadurch auf. Was mir heuer zum Beispiel mein Freund Max vom Gartenkanal gezeigt hat, ist, dass bei ihm Mispeln vom Apfelwickler befallen waren. Das bedeutet, die Früchte waren wurmig, waren dann auch etwas gärig, faulig im Geschmack, waren einfach nicht mehr wirklich genießbar. War aber auch der erste Fall, wo ich dann Apfelwickler bei Mispeln sehen habe können.
In Summe würde ich einfach sagen, sind Mispeln, was Schädlinge und Krankheiten betrifft, wirklich sehr robust, sehr unkompliziert und runden das Gesamtpaket dieser Obstart einfach gut ab als wirklich pflegeleichte Kultur. Auch was den Schnitt dieser Obstart betrifft, verhält sie sich unkomplizierter, als das bei anderen Obstarten der Fall ist. Im Regelfall empfehle ich ja, Obstbäume jedes Jahr zu schneiden, damit man einfach bestmögliche Erträge mit bestmöglicher Qualität und das über viele Jahre hinweg erzielen kann. Bei Mispeln ist es so, dass sie eigentlich nicht jedes Jahr geschnitten werden müssen. Es sind auch keine besonderen Regeln beim Schnitt der Mispel zu beachten, sondern man lichtet sie ganz einfach nur von Zeit zu Zeit etwas aus und dabei entfernt man vor allem steil wachsende Triebe im Inneren des Baumes, sehr, sehr kräftig steil wachsende Triebe. Solche wie die hier, die etwas flacher stehen, nicht ganz so stark wachsen, die würde ich einfach drinnen belassen und unbeschnitten lassen, denn diese bilden dann in den kommenden Jahren auch die Blütenknospen und hierauf werden wir in den nächsten Jahren ernten. Ein sehr schönes Beispiel dafür haben wir hier. Hier wurde einfach ein langer Trieb ungeschnitten belassen. Dieser hat sich dann hier mit ganz vielen kurzen Spießen garniert und auf diesen kurzen Spießen haben wir hier immer terminal am Ende die wirklich schöne Frucht, die Mispel. Die Blüte bei der Mispel, die ist außerordentlich spät. Die ist nämlich erst im Mai, bei uns meistens so rund um Mitte Mai. Ist deswegen auch sehr gut spätfrostfest, weil sie im Regelfall mit oder nach den Eismännern erst kommt. Und auffällig bei der Mispelblüte ist, dass sie nicht am alten, nicht am ein- oder zweijährigen Holz blüht, so wie das die meisten anderen Obstarten tun, sondern am diesjährig neu gebildeten Holz. Machen wir uns jetzt aber an den Schnitt. Wenn ich hier auslichte, dann entscheide ich mich eben bei den Trieben, die ich herausnehme, bewusst für steile Triebe, die das Ganze hier beschatten und dicht machen. Und ich lasse die ganzen schwächeren, auch flacheren Triebe, die hier zum Beispiel nach außen kommen, stehen. Diese Triebe sollen dann im nächsten Jahr die Blütenknospen ansetzen und daran, an diesen Trieben, wollen wir dann in Zukunft ernten. Ihr seht, der Schnitt von Mispeln, der war jetzt wirklich ganz einfach. Ich habe wirklich nur die sehr stark gewachsenen, steilen Triebe im Inneren des Baumes herausgenommen und habe das Ganze etwas ausgelichtet. Mehr war hier nicht zu tun. Alle anderen Triebe, die wurden einfach belassen. Jetzt möchte ich mit euch auch noch einige Früchte verkosten und besprechen, was man eigentlich so alles aus diesen tollen Früchten machen kann. Wenn sie jetzt nach den ersten Frösten reif sind, dann sind die Mispeln wirklich ganz weich, cremig. Man kann sie lutschen,
Im Inneren der Frucht sind Kerne drin, die sind groß und nicht genießbar. Die kann man ablutschen und spuckt man danach wieder aus. Und die Aromatik dieser Früchte, die erinnert mich einfach wirklich schon an Weihnachten. Sie, finde ich, ist am besten vergleichbar mit Apfelstrudel, auch Lebkuchen, sagt man gerne, kann man da herausschmecken. Und vor allem, wenn sie so eine ganz leichte, wirklich nur eine leicht dezente Säure mit sich bringen, dann finde ich, haben sie wirklich eine Aromatik, die auch ein bisschen an Äpfel und Apfelverarbeitungsprodukte erinnert. Und da sind wir jetzt auch schon bei einem Punkt, was man aus Mispeln alles machen kann, denn aus ihr sind ganz, ganz tolle Verarbeitungsprodukte möglich. Und da habe ich jetzt auch gleich noch einen Buchtipp mit dabei für euch. Und zwar ist das die Enzyklopädie der Wildobst- und seltenen Obstarten von Helmut Pirz. Hier in diesem Buch findet ihr nicht nur zu Mispel, aber auch zu Mispel hervorragende Beschreibungen. Ihr findet Beschreibungen zu Krankheiten, Schädlingen, zur Vermehrung, zum richtigen Standort, zum Schnitt etc., aber eben auch zu den Verarbeitungsmöglichkeiten. Und bei Mispeln habe ich da vor allem gefunden Mispelgelee, Marmelade, Fruchtaufstrich, Saft, Likör, Schnaps, Mispeltee kann man aus ihnen machen. Sie eignen sich auch sehr gut als pikante Variante, zum Beispiel in Chutneys oder eingelegt in Zucker und Essig. Und dieses Buch ist auf jeden Fall ein heißer Tipp für euch. Und vom gleichen Herausgeber gibt es jetzt auch noch ein neues Buch, Besondere Obstarten, Anbau und Rezepte. Und dieses haben wir uns heute selbst bei uns bestellt. Ich kenne es zwar noch nicht, aber bei diesem Autor, den kennen wir persönlich. Und da bin ich überzeugt davon, dass auch das zweite Buch hervorragend ist. Ich verlinke euch beide in der Videobeschreibung und in den Kommentaren. Wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid, selbst Mispeln zu pflanzen, ich verlinke euch auch unsere Website in der Videobeschreibung. Wir veredeln auch selbst großfruchtige Mispelsorten auf Quittenunterlagen. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch gerne. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Adventszeit, einen besinnlichen Ausklang des heurigen Jahres, viel Glück und Gesundheit, schöne Grüße aus der Wein- und Marienstadt Bolsdorf. Bis zum nächsten Mal.